Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Michael von jetztselbstsicher.de. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen 14. Advent, der ja heute ist. Auch wenn die Aufzeichnung natürlich immer länger drin stehen bleibt, aber das ist jedenfalls an einem 4. Advent live gesendet und aufgezeichnet worden. Ja, heute haben wir ein ziemlich brutales Thema, also es hört sich zumindest an, nämlich das Thema Selbstsabotage. Und ich bin mal gespannt, ob heute überhaupt jemand live zu mir findet, weil ja schließlich morgen Weihnachten ist und ich mir vorstellen kann, dass nicht allzu viele Zeit haben, viele vielleicht schon unterwegs sind, bei den Eltern, bei den Familien sind, bei den Kindern, wem auch, wo auch immer du gerade bist. Doch, jetzt schauen schon zwei zu. Super. Ja, ich habe schon befürchtet, dass ich heute vor leerem Haus sprechen darf, muss, wie auch immer. Schreibt mir doch mal rein, ob ihr mich gut hören könnt und vor allem, wer ihr seid. Also das sehe ich ja dann. Und ja, würde mich freuen, wenn ich weiß, wer dabei ist. Und vielleicht werden es ja auch noch ein paar mehr. Also, das Thema heute Selbstsabotage, ein Thema, das für mich zumindest erst schon mal ziemlich brutal klingt, weil Sabotage hat für mich was mit, ja, mit Krieg, mit Spionen, mit, keine Ahnung, mit richtig fiesen Sachen zu tun. Ich kriege hier dauernd von jemandem Sprachnachrichten, warum auch immer. Also nur so ein Fenster, ich muss die jetzt nicht anhören, aber naja, egal. Musste sie mal wegklicken, weil es mir die Spur verblendet. Ah, hallo Yvonne, schön, dass du dabei bist. Ja, und Selbstsabotage ist aber etwas, was uns letztendlich alle betrifft. Weil letztendlich tun wir alle Dinge, die uns nicht gut tun. Und das kann man unter dem Begriff Selbstsabotage zusammenfassen. Wir tun nicht nur Dinge, ich unterscheide sogar ein bisschen zwischen aktiver Selbstsabotage und passiver Selbstsabotage. Und die aktive, hallo Cordula, schön, dass du wieder dabei bist. Prima. Aktive Selbstsabotage ist für mich all das, wo man etwas tut, von dem man weiß, dass es einem nicht gut tut. Also wo man aktiv etwas tut, das negative Konsequenzen für uns selbst hat. Und passive ist, wo man eben etwas vermeidet, etwas nicht tut, obwohl man weiß, es wäre gut fürs eigene Gefühl, für die eigene Zukunft, für den eigenen Erfolg, für was auch immer es sonst noch gut wäre. Und wir tun es halt nicht. Also wie gesagt, aktive und passive Selbstsabotage, beides gibt's. Hallo Anke, schön, dass du dabei bist. Und ah, sogar gleich. Oh, ja, mei, das ist ja richtig. Wow, das ist ja richtig toll, wie viele da gleich zuschauen. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Also habe ich auch noch nie gehört, dass jemand so die ganze halbe Familie hier gleich mit vor den Bildschirm versammelt. Finde ich aber super. Naja, und Selbstsabotage ist natürlich die Frage, warum tun wir das überhaupt? Was kann man dagegen tun? Und vor allem auch, in welchen Bereichen tun wir das überhaupt? Denn wir sind ja Weltmeister im Verdrängen. Wir verdrängen ja gerne alles, was wir so als unangenehm empfinden, etc. Hallo Petra, auch noch dazu gekommen, sehr schön. Und wir verdrängen auch oft das Bewusstsein, dass wir uns selbst sabotieren. Also wir blenden es einfach aus, wir nehmen es gar nicht wahr, wir achten nicht drauf. Oder einfach, wir tun schon so lange, dass wir gar nicht mehr drüber nachdenken, dass es uns gar nicht mehr so bewusst ist. Und das gibt es natürlich jetzt in verschiedensten Bereichen. Also was relativ harmlos ist, zumindest in den meisten Fällen, manchmal kann es auch durchaus ganz schön heftig sein, ist Prokrastinieren, auch Aufschieberitis genannt. Also dieses eigentlich etwas tun müssen, es aber nicht tun oder etwas tun wollen, es aber nicht tun. Ja, das ist ja noch, sagen wir mal, eine relativ harmlose Form von Selbstsabotage, aber meistens oder oft zumindest mit den Konsequenzen, dass man entweder was Wichtiges versäumt oder dass man hinterher dann umso mehr Aufgaben auf einmal hat. Ah, okay, auch Cordula schaut zu zweit zu. Sehr schön. Weil ich sehe hier oben ja nur, wie viele Geräte zugeschaltet sind. Da zeigt es noch nicht so viele an heute. Aber wenn ihr schreibt, ihr seid zu mehreren vor dem Bildschirm, finde ich super. Ja, also wie gesagt, wenn wir dann Dinge aufschieben und es hat dann negative Konsequenzen, weil entweder was kaputt geht oder weil wir einen Termin versäumen oder weil es halt hinterher dann doppelt stressig wird oder unter Zeitdruck geschehen muss oder ähnliches. Das sind so Dinge, die ganz, sind ganz, ganz typisch, aber noch relativ harmlos. Schon etwas heftiger wird es, wenn wir Nein sagen, obwohl wir wissen, wenn wir nicht Nein sagen, Entschuldigung, wenn wir nicht Nein sagen, ich hatte ja mal ein ganzes Selbstsicher Live über das Thema Nein sagen, wenn wir nicht Nein sagen,
obwohl wir etwas nicht wollen oder es uns nicht gut tut. Ja, so aus Höflichkeit oder vermeintlicher Höflichkeit, aus Unsicherheit, aus was auch immer die Gründe sind, weil uns der andere vielleicht sogar manipuliert im schlimmsten Falle. Ja. Das schreibt ihr wohl auch noch zu dritt. Ja, Wahnsinn, ich muss das mal langsam zusammenzählen, das ist ja super. Es sind mindestens doppelt so viele, die da zuschauen. Klasse. Ja, also oft genug sagen wir zu etwas nicht nein, obwohl es uns nicht gut tut. Das ist so ein typischer Fall von Selbstsabotage. Aber es geht natürlich noch viel heftiger. Zum Beispiel, wenn wir Dinge verändern wollen, Dinge in unserem eigenen Leben, kleine oder große, Dinge, die uns selbst betreffen, die vielleicht aber auch irgendwo was mit unserem Erfolg, mit unserem Job, mit unserer Karriere zu tun haben, wir sie aber nicht verändern, sei es aus Bequemlichkeit beispielsweise, aus Faulheit, sei es aber auch, weil wir es uns gar nicht zutrauen. Denn es ist auch so eine typische Geschichte für Selbstsabotage, dass wir es vermeiden und uns dann selbst einreden. Oder es klappt ja eh nicht, oder das mag bei anderen funktionieren, aber bei mir nicht. Und all diese Dinge. Das ist übrigens so ein typisches Ding, wenn man zum Beispiel wie ich jetzt Seminare oder Coachings verkauft und die Leute erkennen, dass es eine Lösung für etwas gäbe, womit sie ein Problem haben, und es dann aber nicht tun. Also ich nenne ein Beispiel, es ist jetzt ich bin ja nicht im gesundheitlichen Bereich tätig, aber es gibt so ein Beispiel, das ich jetzt bewusst wähle aus dem gesundheitlichen Bereich. Und zwar habe ich bei einigen Freunden, offiziell ist es ja in Deutschland immer ein bisschen schwierig mit dem Therapiegesetz, aber bei einigen Freunden habe ich geholfen bei Allergien. Ja, man kann also mit NLP, neurolinguistisches Programmieren, das ist eine der Techniken, auf der mein ganzes Coaching basiert. NLP gibt es Methoden, wie man an Allergien rangeht und wie man die meistens innerhalb von ein oder zwei Sitzungen verändern kann, beziehungsweise auflösen kann, weil nach unserer Überzeugung, nach der Überzeugung von NLPler, ist das eine mentale Geschichte und keine medizinische Geschichte. Und der Erfolg ist bei mir bis jetzt, ich glaube, bei einer hat es mal nicht geklappt, bei allen anderen hat es geklappt, also sehr hohe Erfolgsquote, ich könnte es jetzt nicht schnell auf die Schnelle ausrechnen. Und das habe ich schon vielen Menschen erzählt, und zwar meistens natürlich auch Menschen, die selber eine Allergie haben, sonst bringt es ja nicht viel. Und die haben sich sehr dafür interessiert, sehr genau zugehört. Wenn es aber dann darum ging, vielleicht selbst an ihrer Allergie was zu verändern, dann war es plötzlich nicht mehr so wichtig oder die ist ja nicht so schlimm oder die Tabletten helfen ja auch oder ähnliche Dinge, wobei Tabletten immer Nebenwirkungen haben, außer homöopathische. Und ich will jetzt niemanden hier um Gottes Willen irgendwie gleich zum Thema Allergien irgendwas empfehlen oder da jetzt, was weiß ich, neue Kunden dazu gewinnen oder sonst was, sondern ich will einfach nur zeigen, wie wir Menschen reagieren. Wir hören dann, dass es eine Lösung gibt, dass es eine Methode gibt, egal ob es in diesem Fall im Coaching oder eben auch mit einem Seminar oder auch mit einem Buch als Ratgeber oder Online-Kurs oder was auch immer. Und denken, ja, toll, dass es das gibt, aber nicht für mich, bei mir klappt das eh nicht und ich habe eh schon alles versucht und all diese Geschichten. Also so diese typische Selbstsabotage dadurch, dass wir für uns selber es uns einreden, dass es bei allen anderen klappt, nur bei uns nicht. Ja? Oder dass es irgendeinen Grund gibt, warum es für uns selber jetzt dann doch nicht so dramatisch ist, das Ding, das uns eigentlich schon seit Jahren oder Jahrzehnten stört und so weiter. Also diese typische Selbstsabotage. Eine andere Selbstsabotage ist auch bei vielen Leuten, dass sie zum Beispiel in einer toxischen Beziehung sind. Das heißt, dass sie also einen Partner haben, ja, der ihnen in irgendeiner Form nicht gut tut. Das kann sein, weil derjenige Narzisst ist, das kann sein, weil derjenige zum Beispiel irgendein großes psychisches oder Suchtproblem hat oder sonstige andere Dinge hat, ja, oder auch einfach nur, dass zwei nicht zusammenpassen und trotzdem man nichts dagegen tut und einfach in der Beziehung drin bleibt. Also da gibt es auch Untersuchungen, warum zum Beispiel sehr viele Menschen, die einen Partner haben, jetzt egal ob männlich oder weiblich, der sie sogar schlägt, der sie verprügelt, der sie womöglich sogar vergewaltigt, trotzdem nicht verlassen. Auch das ist eine Form von Selbstsabotage. Klar, da stecken auch Ängste dahinter, so nach dem Motto, vielleicht bin ich dann alleine oder ich habe dann erst recht irgendwie ein schlechtes Leben, weil
sich niemand mehr um mich kümmert oder weil ich vielleicht auch finanziell Verluste habe oder sonstige Dinge. Aber trotzdem, meistens stecken auch Ängste dahinter oder ähnliche Dinge, die dazu führen, dass wir uns mit einer toxischen Beziehung massiv selbst sabotieren, unser eigenes Wohlbefinden, unsere eigene Zukunft und alles, was damit zusammenhängt. Das kann aber auch sein, ein toxischer Job oder das, was im Job passiert, also beispielsweise Mobbing oder unangenehme Kollegen oder ein unangenehmer Chef, was man ja da nicht Mobbing, sondern Bossing nennt heutzutage. Ja. Also so Dinge, da gibt es auch genug Menschen, die leiden total in ihrem Job, aber bloß keine Schritte unternehmen, diesen Job irgendwann mal durch einen anderen, besseren zu ersetzen. Ja. Auch das ist so ein Klassiker der Selbstsabotage. Da gibt es sogar noch eine Steigerung. Nämlich Menschen, die arbeitslos geworden sind oder denen die Insolvenz droht oder die sogar schon da ist, könnte man meinen, vernünftigerweise, dass die alles tun, um wieder einen Job zu kriegen oder eben, wenn es um die Insolvenz geht, wieder irgendwie Geld einzunehmen. Weit gefehlt. Die allermeisten versinken in Selbstmitleid, jammern rum, trauern rum, was immer man in solchen Situationen tut. Nur das, was wirklich wichtig ist, tun sie eben nicht. Ja? Leider, das ist auch so ein Klassiker von Selbstsabotage. Und was auch noch so ein Klassiker ist, ist alles, was mit deiner Gesundheit zu tun hat. Das heißt einerseits mal, ich sag mal sowas wie Sport, Fitness, Bewegung, oder eben auch das Vermeiden von negativen Dingen, wie zum Beispiel eine schlechte Haltung. Wer eine schlechte Haltung hat, aus welchen Gründen auch immer, das kann jetzt aus Unsicherheit sein, dann hat man in der Körpersprache meistens eine schiefe, schlechte Haltung, sprich man steht beispielsweise mit dem Gewicht nur auf einem Bein oder sei es, weil sich jemand gerne aufs Sofa lümmelt. Also wenn ich mich auf mein Sofa lümmel und ich habe schon echt extra darauf geachtet, dass ich eines habe mit einer sehr senkrechten Lehne und auch für meine Größe mit 1,90 noch eine hoch genug Kopfstütze, sodass ich auch auf dem Sofa einigermaßen aufrecht sitze. Aber immer wieder lege ich mich drauf und das merke ich sofort, am nächsten Tag habe ich Schmerzen, ja? Oder lümmel mich so drauf irgendwie in dieser Art. Trotzdem tun es viele Leute, lümmeln sich nur auf Sofas oder auch auf andere Sitzgelegenheiten und wundern sich dann, wenn sie Probleme haben. Auch hier, weil es in dem Moment einen Grund gibt und auf den gehen wir ja dann noch drauf ein. Ja? Aber Körper ist natürlich nicht nur Bewegung, Sport, Fitness, alles, was da dazu gehört. Da kann ich übrigens gut mitreden. Ich bin da auch nicht so fleißig, wie ich mir es immer wieder vornehme. Ne? Und wie ich es vielleicht auch für meinen Rücken und für meine Figur und alles, was da dazu gehört, bräuchte. Das Zweite ist halt die Ernährung. Ne? Also, dass Menschen sich einfach schlecht ernähren oder andere Dinge zu sich nehmen, die ihnen nicht gut tun. Das geht also bei viel Fett und Fleisch an, das geht bei viel Zucker an, das geht über generell Dinge, die nicht gesund sind, also Fast Food oder Fertigessen oder all diese Sachen. Da bin ich jetzt Gott sei Dank in Anführungszeichen fein raus. Ich habe eine Glutenunverträglichkeit, also ich kann das Zeug eh alles nicht essen und Fleisch esse ich schon seit 20 Jahren nicht mehr. Aber trotzdem, spätestens bei Zucker muss auch ich aufpassen. Ja, Schokolade zumindest. Und das geht aber dann weiter natürlich bei anderen Dingen, die uns definitiv nicht gut tun. Das heißt also, gerade wenn es dann um zum Beispiel auch Drogen geht, wenn es um zu viel Alkohol geht und ähnliche Sachen, Medikamentemissbrauch und, und. Also auch das ist ja eine heftige Form von Selbstsabotage. Und da gibt es noch mehr. Ich meine, ich kann nicht alles aufzählen, weil ihr habt noch vielleicht ganz andere Themen, die ihr hoffentlich nicht selbst, sondern eher aus dem Bekanntenkreis kennt, aber vielleicht auch das ein oder andere Problem selbst habt. Und es gibt noch was anderes, was ich glaube mal sehr, sehr, sehr viele trifft. Das ist die Angst vor dem Erfolg. Und unterschätzt das nicht. Das ist eine Riesennummer. Und oft sind uns die überhaupt nicht bewusst. Ich glaube, das wäre ein eigenes Selbstsicher Live mal. Werde ich vielleicht im Januar, Februar mal anbringen. Die nächsten zwei Themen stehen schon fest. Aber das ist so eine Geschichte, die durchaus sehr, sehr viele betrifft. Die Angst vor dem Erfolg. Das heißt, etwas machen, vielleicht sogar starten, anfangen und irgendwo zwischendrin sich dann so selbst zu boykottieren, dass der Erfolg garantiert verhindert wird. Ja?
Das kann im Kleinen sein, das kann im Großen sein, aber das ist sowas, was ganz, ganz viele Menschen betrifft. Da gibt es sogar einen Fachausdruck, den ich jetzt gerade wieder vergessen habe. Vielleicht durch das griechisch-lateinisches Wort oder Wortgebilde, irgendwie sowas. Egal, werde ich in einem extra Selbstsicher Live zum Thema Angst vor dem Erfolg unbedingt mal machen, weil ich glaube, das ist alleine ein tolles Thema. Ja, warum sabotieren wir uns denn überhaupt selbst? Was steckt da dahinter? Und es ist natürlich sehr, sehr vielfältig. Aber es ist in den meisten Fällen durchaus sind es ähnliche Prozesse. Denn meistens hat es was mit Emotionen zu tun. Das heißt, irgendetwas, was wir tun oder vermeiden müssten, löst unangenehme Emotionen aus. Entweder in der Tätigkeit als solche, und weil wir das wissen, vermeiden sie wir schon, vorher schon. Also wir können da ja auch unbewusst sehr langfristig schon agieren. Ja. Oder aber es sind Ängste, die wir davor haben, was ja auch letztendlich Emotionen sind. Das heißt, wir malen uns dann meistens irgendwelche negativen Dinge aus. Das kann sein, dass wir etwas machen wollen, aber Angst haben, dass wir es nicht schaffen. Dann machen wir es lieber nicht, weil wenn wir es machen, wenn wir es versuchen und dann nicht machen, ist es ein Misserfolg. Wenn man es gar nicht erst versuchen kann, zwar kein Erfolg sich einstellen, aber halt eben auch kein Misserfolg. So nach diesem Motto. Das kann aber auch die Angst vor Blamage sein, die Angst vor Zurückweisung, die Angst vor der eigenen Courage, die Angst vor dem Erfolg eben auch, was auch immer. Also Ängste sind ein typisches Thema. Nächster Punkt sind Glaubenssätze. Ich hatte vorhin schon mal einen erwähnt, nämlich so nach dem Motto, das mag bei anderen klappen, aber bei mir nicht. Also wenn man so glaubt, dass man selber etwas nicht kann, was die Mehrheit der Menschen kann. Oder für etwas nicht geeignet ist oder etwas nicht, es einem nicht zusteht. Wir hatten schon mal das Thema Glaubenssätze, also zum Beispiel so eine Art Kernglaubenssatz im englischen Core Belief. Wenn du also so einen Core Belief oder Kernglaubenssatz hast, der dir zum Beispiel ständig suggeriert, du bist es nicht wert oder du bist nichts wert oder bist nicht wert, geliebt zu werden oder bist nicht wert, Erfolg zu haben oder ähnliche Formulierungen, dann ist ganz klar, dass dein Unterbewusstsein da ständig dich boykottiert und das verhindern will. Das Dumme ist, dass wir diese Glaubenssätze oft gar nicht kennen. Und selbst wenn wir sie kennen, sie zu verändern, ist machbar, aber nicht immer ganz leicht. Also es kann manchmal ganz leicht sein, aber es ist oft auch ganz schwierig und manchmal auch nicht alleine zu schaffen. Das hängt immer natürlich davon ab, was ist es denn für ein Glaubenssatz, wie wichtig ist er, wie intensiv ist er. Wie funktioniert überhaupt mein Unterbewusstsein? Weil da gibt es ja auch Menschen, die können sich mehr auf ihr Unterbewusstsein einlassen und da, wie soll ich sagen, haben einen leichteren Zugang dahin. Und andere, da ist der Kopf so stark, dass er alles blockiert, was mit dem Unterbewusstsein zu tun hat. Da hilft dann manchmal Hypnose. Auf der anderen Seite sind gerade diese Menschen oft auch diejenigen, die sich am meisten gegen Hypnose wehren. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, mit Glaubenssätzen zu arbeiten. Es ist nur für jeden was anderes hilfreich und nicht alles immer geht immer so mit dem Fingerschnippen, wie man sich es manchmal wünschen würde. Aber da ist mit ein bisschen Geduld und mit der richtigen Technik und Methode ist da eine ganze Menge zu machen. Und was natürlich auch noch reingehört, das ist so dieses Körperliche. Ich nehme jetzt mal was ganz Banales. Wer generell gerne faul rumliegt, der wird sich auch ungern aufraffen, wenn es darum geht, irgendwas Unangenehmes zu tun, und sei es nur den Abwasch zu machen, aber erst recht ein größeres Projekt anzugehen. Und wer es gewohnt ist, generell viel Energie zu haben, viel umzusetzen, für den ist es sicherlich leichter. Und wir haben auch schon mal hier in einem der Selbstsicher Live über die Hormone gesprochen. Im NLP spricht man oft auch über den State, also über den Zustand. Und vielleicht, ich weiß ja nicht, was du schon alles kennst in dieser Hinsicht, aber wenn man zum Beispiel Anthony Robbins, um ein Beispiel mal zu nennen, den sicherlich erfolgreichsten Trainer der Welt, der geht immer ganz stark her und bringt die Leute erstmal dazu, in den richtigen State zu kommen. Und um dir das mal zu veranschaulichen, falls du noch nie was davon gehört hast, wenn du, ich mache erstmal eine einfache Version, die kannst du vielleicht im Sitzen sogar mitmachen, wenn du willst. Wenn du auf deinem Stuhl sitzt, eher eingesunken, die Schultern hängen, vielleicht hängt auch der Kopf noch ein bisschen. Und wenn du jetzt mal so eine Weile sitzen bleibst, halbe Minute, Minute, dann wirst du merken, du verlierst ziemlich an Energie, das ist alles irgendwie so ein bisschen depressiv, negativ.
Energielos eben, antriebslos, ja, motivationslos. Das ist irgendwie nichts, was dann Spaß macht. Und jetzt dich aufzuraffen, irgendwas anderes zu tun, ist doppelt schwierig. Und wenn du dich umgekehrt aufrecht hinsetzt, den Kopf leicht anhebst, vielleicht sogar ein bisschen hochnäsig, also die Nase nach oben, deswegen nicht unbedingt vor anderen machen, weil es dann arrogant wirkt, eine gewisse Anspannung im Rücken, vielleicht auch in den Armen, in den Fäusten, wenn du Fäuste machen willst. Ja, also eher so eine leicht aggressive Haltung, arrogant-aggressive Haltung. Das ist genau das Gegenteil. Das erzeugt dann eine gewisse Energie, eine gewisse Taten, einen gewissen Tatendrang, Motivation. Und wenn du in so einem Zustand bist, dann wirst du eher bereit sein, Dinge anzugehen. Das ist jetzt natürlich im Sitzen die harmlose Variante. Das ist im Stehen natürlich noch viel stärker. Wenn du das im Stehen machst, oder erst recht natürlich, wenn du den Unterschied anschaust, wie zwischen zum Beispiel eben auf dem Sofa lümmeln, ja, und so richtig, ja, mit Power dastehen, oder vielleicht sogar richtig Bewegung, also joggen oder ähnliches. Wenn du jetzt nicht gerade 2 Stunden joggst und deswegen total müde bist, sondern wenn du regelmäßig joggst, dann kennst du das vielleicht, dass es eher Energie bringt. Ja? Wer das nie macht und jetzt plötzlich joggt, der wird erstmal hundemüde sein. Aber wer regelmäßig joggt, dem gibt es eher Energie. Und das liegt zum Beispiel an den Hormonen. Und das wurde ja mittlerweile in verschiedener Hinsicht auch erforscht, dass wir tatsächlich durch unsere Körpersprache alleine, ich habe es vorhin an dem Beispiel Sitz- oder Standhaltung gezeigt, da gibt es jetzt noch andere Beispiele dafür, dass du alleine durch deine Haltung im negativen Sinne Cortisol erzeugen kannst und Cortisol führt auch dazu, dass du dich unsicher, wenig Selbstvertrauen, das heißt, du traust dir nichts mehr zu, wenig Energie fühlst. Und umgekehrt, wenn du diese Power-Sachen machst, dann steigt dein Testosteron, wird auch gern so als das Männlichkeit- oder Macho-Hormon bezeichnet, haben aber auch Frauen. Dann steigt das Testosteron und dann kommt eben der ganze Energieschub und eben nicht nur Energie, sondern dann neigst du eher dazu, dir was zuzutrauen, selbstsicher dich zu fühlen, bis hin sogar zur Selbstüberschätzung. Und ich sage es mal, ein bisschen Selbstüberschätzung hat noch niemandem geschadet, denn damit bringt man sich eher in Situationen, wo man über sich hinaus wächst. Dagegen Selbstunterschätzung bringt man sich eher in, ja, aus der Tat raus, also aus dem Tun heraus. Deswegen ist es durchaus hilfreich, wenn man schaut, dass man sich selbst eben eher überschätzt, nicht jetzt massiv, ja, jetzt nicht so diese Blender, die glauben, sie können alles und letztendlich können sie nichts. Ich hatte meinen Dozenten, der war super beliebt, in Anführungszeichen selbstverständlich, der kam immer rein in einem dunkelblauen Jackett mit goldenen zweireihigen Knöpfen, also schon sehr konservativ gekleidet, das war damals schon keine Mode mehr. Und also nichts gegen Anzüge, ich trage selber gerne Anzüge, aber nicht so goldene Zweiräuher, ja, das war schon etwas. Dazu hatte er sehr affektierte Bewegungen mit seinen Händen, immer so ein bisschen so wie so, ne? So gehalten. Ich muss das weiter oben machen, es war natürlich eher auf Bauchhöhe und dazu die Nase etwas zu weit oben. Er war auch noch Mitarbeiter vom BMW. Passte irgendwie und er hat dann erzählt, dass er war schon, weiß ich nicht, ich denke mal 60 damals oder knapp drunter. Und er hat dann immer erzählt, dass er schon als Lehrling damals bei Glas Automobile, das ist eine Firma, die die Älteren noch kennen, die Jüngeren wahrscheinlich nicht, die wurden mal von BMW aufgekauft. Das war der Hersteller von Gokomobilen, das waren diese Mini-Autos. Und die hat BMW mal aufgekauft und damit ist er eben zu BMW gekommen. Und er war damals schon als Lehrling bei Glas Automobile und da hatte er als Lehrling schon erkannt, dass diese Firma keine lange Zukunft haben wird und solche Sprüche dann. Ich meine, der hat sich maßlos überschätzt. Sowas meine ich bitte nicht. Sondern ich meine so, ganz leichte Selbstüberschätzung hilft eben dir eher, dass du dir mehr zutraust, dass du eben dann vielleicht sogar auch deine Komfortzone erweiterst und eben vor allem aber aktiv wirst und Dinge machst und nicht davor zurückschreckst. Und meistens dann auch die, ja, wenn du es zumindest bewusst angehst, die positiven Dinge tust und somit auch Selbstsabotage durch Unterlassung vermeidest, also passive Selbstsabotage vermeidest. Ja, was kann man tun gegen Selbstsabotage? Und das ist natürlich so komplex und ein so Riesenthema, dass das jetzt nicht mit ein paar Sätzen erklärt ist.
Aber die Ansätze hast du ja gerade schon gehört, nämlich wo ich über die Ursachen gesprochen habe. Und all das, ob es jetzt die Emotionen und Gefühle sind, ob es die Ängste sind, ob es die Glaubenssätze sind oder ob es das Körperliche ist, all das zeigt auch schon, wo die Ansätze sind. Ich habe ja schon sehr häufig über die Emotionen gesprochen, wie man da zum Beispiel rangeht und sie eben nicht, wie wir es normalerweise tun, also vor allem die unangenehmen, die ignorieren wir gerne oder wir weichen aus, wir vermeiden sie, dass man genau das eben nicht tut, sondern dass man sie sich anschaut, dass man hinspürt, dass man mit ihnen umgeht, dass man sie ernst nimmt. Sie sind ja wichtig, sie sind ja Bestandteil von dir selbst. Und dass du dann eben, und da habe ich ja schon ein paar Beispiele genannt, dass du dann mit deinen Emotionen eben Veränderungen machst, dass du sie steuerst, dass du sie regelst. All das ist ja möglich und manchmal auch aushältst, weil du vielleicht merkst, so schlimm sind sie gar nicht, ja. Wenn dich da was dazu interessiert, schau dir auch ältere Selbstsicher Live oder andere Videos von mir an. Das Thema spreche ich immer wieder an. Ich will heute den Rahmen jetzt nicht zu lange sprengen. Wir haben jetzt 26 Minuten. Mal schauen, ich will ja immer so unter 40, 45 Minuten bleiben. Mal schauen, wie lange wir kommen. Vielleicht schaffe ich es heute deutlich drunter. Wär mir recht und vielleicht den meisten von euch auch. Aber schauen wir mal. Also, dass du lernst mit deinen Emotionen, ja, achtsamer umzugehen, sie gezielt wahrnimmst, auch die unangenehmen, weil das verlernen wir schon als kleines Kind, dass wir die unangenehmen Emotionen möglichst wegdrücken und unterdrücken und ignorieren und wenn möglich sogar eben langfristig vermeiden, was immer wie eine Art Kampf ist und was sicherlich nicht gut ist. Alles, was du unterdrückst oder wegdrückst, erzeugt Gegendruck. Druck erzeugt immer Gegendruck. Und das wird sich früher oder später in verschiedenen Bereichen auch zeigen. Das andere ist natürlich Ängste. Geht es um das mehr oder weniger gleiche, aber Emotionen oder Ängste sind Emotionen. Auch gegen Ängste kann man eine ganze Menge tun. Wenn es kleinere Ängste sind, ähnlich wie Emotionen. Wenn es größere Sachen sind, muss man schauen, was dahinter steckt. Neben den Emotionen, nämlich wahrscheinlich auch noch Glaubenssätze. Ja. Generell auch bei Selbstsabotage, diese Glaubenssätze, die ich vorhin schon angesprochen habe, kann man eine ganze Menge tun. Ich denke mal, die meisten von euch wissen das ja. Bei mir ist im Moment gerade der große Blockadenlöser im Verkauf. Viele von euch haben ja den kleinen Blockadelöser, also der hieß nur Blockadelöser mitgemacht. Das ist ja jetzt vorbei, den gibt es ja jetzt nicht mehr. Also ihr habt noch Zugang, wer den sich gesichert hat, aber neu kann man sich den jetzt nicht mehr holen. Aber was es jetzt gibt, eben noch bis Dienstag, ist der große Blockadenlöser. Und da geht es genau auch darum, wie kann ich sowas lösen? Denn Selbstsabotage hat ja immer auch was mit Blockaden zu tun. Wie kann ich also Dinge, die mich blockieren, etwas zu tun? Ja, also sprich passive Selbstsabotage, wie kann ich die lösen? Da gehen wir durch all diese Prozesse. Oder aber auch, wie kann ich es lernen, Dinge zu vermeiden, die mir nicht gut tun? Denn auch da hindert mich ja etwas dran. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe gerade vor wenigen Tagen mit jemandem gesprochen, die raucht gegen ihren Willen. Vielleicht ist der ein oder andere von euch auch dabei, der raucht oder was anderes Unangenehmes tut. Da gibt es ja auch viele Raucher, die reden sich ein, sie machen das ja gerne, sie wollen das ja. Ja? Natürlich weiß jeder Raucher, dass es sehr ungesund ist, dass es anderen Menschen tierisch auf den Senkel geht, wenn man danach stinkt, egal ob jetzt die Zigarette selbst oder die Klamotten oder aus dem Mund oder sonst irgendwas, dass es kein gutes Bild abgibt, heutzutage sowieso nicht mehr. Ja, die Raucher sind immer diejenigen, die erst die Schwächeren wirken etc., die sich nicht im Griff haben etc. Und natürlich ist es halt eine Geschichte, die eigentlich nicht schmeckt. Nur unser Unterbewusstsein suggeriert im Zuge der Süchtigkeit dann auch, dass es angeblich sogar schmeckt. Ja. Das heißt, was steckt da dahinter? Um auf Ihren Fall zurückzugehen. Sie hat also das Thema Rauchen schon zweimal für mehrere Jahre unterdrücken können. Also was heißt unterdrücken? Aufhören können. Unterdrücken stimmt in dem Fall. Weiß ich gar nicht, wie sie es geschafft hat. Ich weiß, beim zweiten Mal war es Hypnose. Ich weiß aber nicht, was in der Hypnose gemacht wurde, weil eine seriöse Hypnose unterdrückt es nicht, sondern die hilft eher, ja, da geht es mehr so um die richtigen Emotionen und die richtigen Glaubenssätze.
Es gibt aber auch Hypnosetherapeuten, die unterdrücken es in der Form zum Beispiel, dass es als was schlecht Schmeckendes, also nicht den Rauch an sich, sondern zum Beispiel alleine diese Zigarette in den Mund zu nehmen und dieses Papier um den Filter rum schmeckt dann schon wie eine ganz fürchterlich bittere Zitrone oder sonst irgendwas. Also das wird dann suggeriert und das ist nur eine Unterdrückung. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, welche Methode der Hypnose sie da genossen hat und ich weiß auch nicht, wie sie beim ersten Mal geschafft hat. Auf jeden Fall hat sie nach 3 Jahren wieder angefangen, rauchte seit 2 Jahren wieder und will es loswerden, versucht auch im Moment alles, hat mal irgendwo einen Kurs gebucht, das hat ein paar Tage gehalten, dann hat sie wieder weiter geraucht und so weiter. Sie hat aber gleichzeitig panische Angst davor, durch das Rauchen total krank zu werden. Und das ist schon ziemlich spannend, denn das zeigt ja nicht nur, dass es ihr bewusst ist, dass man durchs Rauchen krank wird, sondern da steckt ja sogar eine richtige Angst dahinter, was bei vielen Rauchern nicht dahinter steckt. Ja, die sagen, ja, kann sein, dass ich krank werde, vielleicht aber auch nicht. Helmut Schmidt ist auch über 90 geworden, hat geraucht. Das sind dann immer so diese banalen Ausreden, weil es mal ein paar wenige schaffen, dadurch richtig alt zu werden. Aber sie hat sogar richtige Angst. Und das wäre jetzt mal spannend. Wir haben jetzt kein Coaching gemacht, ist keine Coaching-Klientin von mir, ist eine Bekannte. Das wäre mal total spannend auch zu sehen, was steckt denn da auf der anderen Seite dahinter, was sie permanent antreibt, sich hier noch selbst zu sabotieren, wieder diese Angst, wieder diesen Willen auch aufzuhören, weil sie weiß, dass es unangenehm ist, weil es ihr auch im Job unangenehm ist, weil Kunden von ihr mitbekommen, dass sie raucht und es halt natürlich kein gutes Bild abgibt, weil es ihre Haut verschlechtert hat, also man ist deutlich sichtbar, die Haut schlechter geworden ist in diesen 2 Jahren, beziehungsweise das ganze Erscheinungsbild am Gesicht schlechter geworden ist. Und das alles Gründe sind, sie hat also jede Menge Gründe dagegen und trotzdem schafft sie es nicht aufzuhören. Warum blockieren wir uns? Ja, und das sind alles Dinge, die werden wir in diesem großen Blockadenlöser zum Beispiel machen. Und im Großen und Ganzen geht es immer um dieses Ganzheitliche. Der erste Schritt ist immer, egal ob du das im großen Blockadenlöser mitmachst oder ob du das für dich selbst machst oder irgendeinem anderen Kurs oder in einem Coaching oder sonst was, ist, dass du dir erstmal bewusst wirst, was du wirklich willst. Nicht vermeiden willst, sondern willst. Das heißt, wenn du was vermeiden willst, was willst du stattdessen? Und wenn du etwas willst, was du nicht tust, was genau willst du? Und das dann erstmal abklären, ob das überhaupt wirklich das ist, weil wir denken oft mal, wir wollen was. Ja? Ich sage jetzt mal, viele Leute, plattes Beispiel zu nehmen, viele Leute wollen einen Ferrari, aber wenn es dann darum geht, was das Ding kostet und was man für ein Image als Ferrari-Fahrer hat und ich weiß nicht was, dann würden sie plötzlich doch keinen mehr wollen, aber erstmal haben sie natürlich den Wunsch nach einem Ferrari. Und so ist, das war jetzt ein plattes Beispiel, um zu zeigen, wie man sich um Ziele kümmern muss. Das heißt, erstmal anschauen, was genau ist denn, also wie passt dieses Ziel wirklich in mein Leben? Will ich es wirklich? Was ist es mir auch wert? Und auch im Vergleich zu anderen Zielen. Denn manchmal gibt es einfach Ziele, die sich gegenseitig widersprechen. Und das kann natürlich nicht gut gehen, ist ja ganz logisch. Ja? Du kannst da nicht zwei Ziele gleichzeitig machen. Ich muss mal gerade ganz kurz leider etwas hier machen. Ich hoffe, dass ihr euch jetzt nicht zu sehr. Na ja, und wenn ich das nebenbei versuche, dann geht es natürlich auch nicht. Ich musste nur ganz kurz was aufrufen. Weil ich muss mir ja immer nebenbei um die Technik kümmern. Ich habe ja jetzt hier leider kein Technikteam hinter mir. Also, das ist erst das Erste, dass du dir mal überhaupt genau klar wirst, was willst du und was willst du nicht. Dann ist der zweite Schritt, um deine Selbstsabotage zu verhindern oder zu reduzieren, ist, dass du dir dann auch anschaust, was musst du tun. Das heißt planen. Was will ich denn genau tun? Was will ich verändern? Was will ich tun? Angst vor Veränderung habe ich vorhin nicht aufgezählt, ist auch so ein typisches Ding. Ja. Aber was willst du tun? Was willst du genau in Zukunft machen? Dir dafür eine Strategie überlegen, wie kannst du das auch machen? Aber auch Zeit einplanen. Nicht alles kostet Zeit, aber manche Dinge kosten Zeit. Und das ist auch was, woran es bei ganz, ganz vielen scheitert, dass sie sich diese Zeit nicht wirklich vornehmen, also nicht einplanen. Oder sie schreiben sich zwar in den Kalender, nehmen es aber selber nicht ernst. Also, dass du dir das dann wirklich die Zeit auch frei hältst und blockierst
Und dass du dann, und der Kopf gehört halt auch immer dazu, ja, es ist auch was Rationelles, dass du dir dann, nachdem du dir auch eben so Dinge anschaust wie Glaubenssätze und Emotionen, haben wir gerade darüber gesprochen, dass du dir dann auch ein Stück weit die Disziplin nimmst, denn ohne Disziplin geht es halt einfach auch nicht. Und da ist jetzt eben wirklich der Verstand gefragt, dass du sagst, okay, dazu zwinge ich mich das ein oder andere auch mal, auch wenn wieder dieses, jetzt bin ich aber zu faul oder jetzt will ich aber zur Zigarette greifen oder ähnliches, dass du dich dann wirklich disziplinisch auch ein Stück weit dran dazu zwingst, dran hältst. Und der Verstand will auch wissen, was da genau abgeht. Deswegen ist es so wichtig, diese einzelnen Schritte sich ganz genau anzuschauen vom Verstand. Denn der Verstand spielt halt da auch immer eine große Rolle. Ja, das war jetzt mal so von meiner Seite. Jetzt würde mich von eurer Seite mal interessieren, erstens, was habt ihr für Fragen? Zweitens auch vielleicht, was gibt es denn vielleicht so die ein oder andere typische Selbstsabotage? Vielleicht gerade nicht, also gerne auch welche, die ich aufgezählt habe, aber vor allem erst recht auch welche, die ich nicht aufgezählt habe. Was sind denn so ganz typische Selbstsabotagen, die ihr täglich erlebt? Die kleinen wie die großen, die euer ganzes Leben beeinflussen. Und die euch eigentlich auf die Nerven gehen, aber ihr sie bisher noch nicht ändern konntet. Vielleicht ist ja die ein oder andere, ich sehe gerade, es sind lauter Frauen, auch, zumindest von denen, die geschrieben haben, mutig genug, was zu schreiben. Ja, Anke hat schon was geschrieben, ich lese gerade mal. Aus welchem Glaubensmuster fängt man denn das Rauchen überhaupt an, wenn wir bewusst wissen, dass es ungesund ist? Ja, spannende Frage. Sage ich gleich was dazu? Wenn man einmal angefangen ist, man in der Sucht drinnen, geschieht das Verlangen danach auch aus unbewusster Selbstsabotierung? Ja, also erstmal, warum fängt man an? Also ich habe selber nie geraucht, deswegen kann ich es nicht aus eigener Erfahrung sagen. Mich hat es nämlich schon als kleines Kind genervt, dass meine Mutter geraucht hat. Ich habe damals schon immer versucht, ihr das abzugewöhnen, war immer sehr, sehr erfolglos. Sie hat sich's erst mit 60 abgewöhnt, als sie dann Krebs hatte, aber vorher hat sie, also alle Tricks der Welt haben ja nicht geholfen. Sie wollte sie aber auch nie sich abgewöhnen. Sie hat zwar immer mal wieder gesagt, dass es auch stört, aber sie wollte sich's trotzdem nie, also sie wollte nie den Schritt gehen. Die Raucher, mit denen ich da wirklich drüber sprechen konnte, denn viele Raucher wollen sich das ja auch nicht eingestehen oder wollen es vor allem vor anderen nicht eingestehen. Die meisten haben wirklich angefangen, zumindest die, ist ja auch nochmal ein Unterschied, in welchem Alter fängt man an. Wenn man also vor dem Erwachsenenwerden anfängt, sprich irgendwann in der Jugend, in der Pubertät, und die meisten haben da angefangen, dann ist es oft so etwas wie dazugehören wollen, cool wirken wollen, ja, gerade die etwas Älteren, jetzt die ganz Jungen, da wird es in der Schule schon anders dargestellt, also auch von den meisten Schülern, dass es nicht mehr so cool wirkt und die Zahl der rauchenden Kinder ist auch deutlich zurückgegangen. Also es hat nicht mehr dieses Cool-Image wie früher. Aber für viele ist es wirklich dieses cool wirken wollen, dazugehören wollen, erwachsen wirken wollen, das darf man nicht ganz unterschätzen. Ja, gerade wenn zum Beispiel die Eltern rauchen, dann will man es denen nachtun, weil man dann ja auch zu den Erwachsenen gehört, auch wenn man es gleichzeitig vor den Eltern in dem Alter vielleicht noch verbirgt, etc. Bei Erwachsenen ist das meiste, was ich höre, dieser Wunsch nach Entspannung. Das heißt, die rauchen wegen Stress. Und das ist das, was uns leider oft die Medien auch suggerieren. Wenn jemand gestresst ist, in Filmen zum Beispiel, dann greift er zur Zigarette. Und dieses Bild haben wir dann so nach dem Motto, wenn wir rauchen, dann beruhigen wir uns dadurch. Es gibt nachweislich eigentlich keinen Grund, dass eine Zigarette beruhigt. Aber wir lernen das dann tatsächlich. Und das ist eine rein psychische Beruhigung, dass wenn wir es aus diesem Grund tun, dass wir uns dann damit tatsächlich beruhigen. Vielleicht liegt es an den Bewegungen oder sowas, aber sicherlich nicht an Inhaltsstoffen. Das heißt, das sind meistens so die gängigsten Gründe. Es mag immer mal auch andere geben, aber für viele sind es diese Gründe, warum sie anfangen. Und natürlich hat das Verlangen danach auch was mit einer unbewussten Selbstsabotage zu tun. Denn man kann schon jetzt ganz pauschal, das trifft natürlich um Gottes Willen nicht auf jeden zu und auch nicht umgekehrt, also bitte sehr vorsichtig, aber man kann schon sehr pauschal sagen, dass Menschen, die mit sich selbst unzufrieden sind, die unsicher sind, die einen geringen Selbstwert haben, eher zur Zigarette greifen oder übrigens auch anderen Suchtmitteln. Erst recht, wenn zum Beispiel in der Persönlichkeit
Dinge sich widersprechen und damit so eine innere Zerrissenheit herrscht. Und das sind alles Gründe, wo das Unterbewusstsein versucht, also niedriger Selbstwert, diese innere Zerrissenheit und so weiter, wo das Unterbewusstsein versucht, tatsächlich uns auch irgendwie zu sabotieren. Und das kann dann ein Suchtmittel sein, das kann auch eine Krankheit sein, eine psychische genauso wie eine reale. Man kann sogar davon ausgehen, dass ganz, ganz viele Menschen, die Krankheiten wie beispielsweise Krebs kriegen, ja, auch da die Medizin weiß bis heute nicht, wie Krebs entsteht. Wir gehen im NLP davon aus, oder viele im NLP gehen davon aus, da gibt es keine Beweise dafür, das sind einfach nur Methoden, die wir, oder nicht Methoden, Grundannahmen, die wir zugrunde legen und mit denen wir dann auch gute Erfolge haben, dass zum Beispiel Krebs oder andere Krankheiten auch oft eine Art Selbstzerstörung dahinter steckt. Das hat jetzt nichts mit, du bist selber schuld zu tun oder ähnliches, sondern da gibt es Tendenzen in unserem Unterbewusstsein, die uns tatsächlich dann selbst zerstören wollen. Und ich kann es jetzt nur von meiner Mutter sagen, denn die war tatsächlich so drauf und bei ihr war das eine ganz, ganz große Geschichte. Erstes Rauchen, Alkohol und dann mehrfach auch Krebs. So lange, bis sie sich dann quasi endlich selbst erlöst hat von diesem Leben. Und das ist wirklich so die heftigste Nummer jetzt, aber das ist genau das, was dann tatsächlich manchmal passiert. Kann aber auch harmloser sein. Das klingt jetzt natürlich sehr übertrieben, also bitte Vorsicht, trotzdem, das sind so Dinge, die dahinter stecken. Dann schreibt Jennifer, Angst vor beruflicher Veränderung, falsche Entscheidung der Jobauswahl treffen, dadurch Aufschieben von Bewerbung. Ja, das ist so ein Klassiker, den ich oft höre. Kann ich gut nachvollziehen, dass das bei vielen so ist. Da kommt immer so eine Geschichte rein, so ein Denken rein, so nach dem Motto, wenn ich einen neuen Job mache, ist übrigens genauso bei Beziehungen, das kannst jetzt fast alles, was ich sage, eins zu eins auf Beziehungen übertragen, wenn ich einen neuen Job mache, dann ist der für die Ewigkeit. Das ist er natürlich nicht. Und selbst wenn dieser Job wieder nichts ist, dann kannst du wieder wechseln. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der neue Job gut ist, ist, ich sage jetzt mal, wenn man keine anderen Faktoren hinzuzieht, 50-50. Du führst aber ja vorher ein Gespräch und erhöhst natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es ein guter Job ist, auf irgendwo 70, 80, 90%, je nachdem, wie gut die Gespräche sind, etc. Ein Restrisiko bleibt immer. Aber das ist auch typisch, dass wir dieses Restrisiko, sei es jetzt 5 oder 10 oder 20%, als größer erachten, als den Job überhaupt zu wechseln, weil man mit dem aktuellen Job eben nicht zufrieden sind. Nicht zufrieden heißt es nicht unbedingt, dass es uns richtig schlecht geht. Es muss ja nicht gleich so heftig sein wie jetzt Mobbing oder Bossing oder ähnliches. Es kann ja auch nur sein, dass es einfach eine Sackgasse ist, wo wir merken, da ist beruflich jetzt nicht mehr viel drin, wir kommen nicht weiter. Ja, also wo entweder nicht mehr Gehalt oder nicht eine höhere Position oder sonstige Sachen drin sind oder generell einfach auch Weiterentwicklung nicht drin ist. Denn das ist ja durchaus was für viele Menschen sehr, sehr wichtig ist, für die meisten vielleicht sogar, zu sagen, der Job soll nicht immer das Gleiche sein, dann muss es ja irgendwie weitergehen. Ja? Und ja, wenn du da nicht das Risiko eingehst, dich zu verändern, und das Risiko ist halt minimal, weil dafür führst du ja die Gespräche. Klar, ich habe es jetzt auch gerade vor kurzem wieder von einer gehört, die hat vor Anfang des Jahres, hat die einen super Job in einem super Unternehmen aufgegeben, weil ihr eine andere Firma was versprochen hat, was ihr die bisherige Firma nicht verbieten konnte, nämlich Auslandseinsätze. Sie ist im Vertrieb und sie kam da, hat also den guten Job aufgegeben, ist in die neue Firma gegangen wegen dieses Versprechens, hat gleich am ersten Tag gemerkt, dass das falsch war, dass die also keine Chance auf Auslandseinsätze hat. Im Gegenteil, dass sie kaum rauskommt, dass sie mehr Innendienst machen muss und hat am gleichen Tag wieder gekündigt. Ja? Hat dann nochmal 8 Wochen gedauert, bis sie ihren alten Job wieder zurückbekommen hat, aber sie hat ihn wieder zurückbekommen und ist jetzt wieder glücklich da, wo sie ist, weil sie in der alten Firma dann aufsteigen konnte. Also von daher hat sie sogar letztendlich was Gutes gehabt, denn sie wäre vielleicht nicht gestiegen, wenn sie einfach nur in der alten Firma geblieben wäre. Das heißt, obwohl sie zwischendrin diese schlechte Erfahrung hatte mit der Firma, die sie da belogen hat oder vielleicht war es ein Missverständnis, ich weiß nicht, ich stecke nicht drin, ich kenne nur ihre Version. Aber auch wenn das, ich meine, kannst du dir vorstellen, wie sich der an dem ersten Tag, wo sie sofort wieder gekündigt hat, gefühlt hat, ja. Aber
Es hat letztendlich dazu geführt, dass sie in ihrer bisherigen Firma, mit der sie im Großen und Ganzen zufrieden war, aufgestiegen ist, einen besseren Job hat, der mehr Spaß macht, etc. Wenn auch keine Auslandseinsätze, weil diese Firma halt im Ausland nichts macht. Also selbst sowas kann manchmal gut sein. Und da kann ich nur sagen, auch geh ran, schau mal, wo deine Ängste liegen, was sind die Emotionen, die da dahinter stecken. Mach dir einen Plan, entscheide genau, was du willst und was du nicht willst. Und dann führ die Gespräche und geh ruhig auch mal dieses Restrisiko ein, weil ein Restrisiko gibt es im Leben immer. Egal bei was. Das können wir nie ganz vermeiden. Ja? Dann schreibt noch Yvonne, Angst, Standpunkt in Beziehungen durchzusetzen. Ja, kann ich auch gut nachvollziehen. Habe ich auch öfters im Coaching etc. Weil eine Beziehung ist natürlich was Wichtiges. Und man will den anderen nicht verletzen, man will die Beziehung nicht gefährden. Und das ist was ganz typisch ist, dass wir innerhalb einer Beziehung unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Ziele nicht mal anbringen, geschweige denn durchzusetzen, aus Angst, die Beziehung zu gefährden. Also Dinge, die wir vielleicht bei jedem anderen Menschen ansprechen würden, wenn es zum Beispiel was stört oder wenn wir irgendwas haben wollen. Das trauen wir uns dann in der Beziehung nicht. Das geht bis hin, das ist zum Beispiel ein Grund, warum manche Menschen fremdgehen, weil sie zum Beispiel sexuelle Wünsche haben, die sie sich nicht trauen, dem eigenen Partner zu sagen, denn der könnte sie für pervers halten. Deswegen gehen sie dann lieber zu einem anderen Mann, zu einer anderen Frau, bei dem sie eben nichts verlieren können, um es dort auszuleben. Und das muss jetzt nicht gleich sowas sein, das kann auch ganz kleine Dinge sein. Wer zum Beispiel was im Haushalt macht oder was auch immer, das kann ja ganz, können manchmal auch ganz banale Sachen sein oder wer über den Urlaub bestimmt oder wer, keine Ahnung, über das Geld bestimmt. Also auch wieder größere Dinge sein. Und es ist immer diese Gefahr, dass die Beziehung nicht funktioniert, also dass es Streit gibt, dass der andere sauer ist, dass die Beziehung vielleicht sogar in die Brüche geht. Das ist jetzt natürlich auch nicht so ganz einfach zu beantworten, weil da stecken natürlich eine ganze Menge Sachen dahinter. Das geht also damit los, ist man verheiratet, ja oder nein? Ja, weil es ist leichter, eine Beziehung zu gefährden, sage ich jetzt mal, nach dem Motto, wenn es nicht hinhaut, dann haut es halt nicht hin, dann suche ich mir jemand anderen, wenn man nicht verheiratet ist, womöglich Kinder da sind. Auf der anderen Seite, wenn man verheiratet ist, gibt es auch eine gewisse Hemmschwelle, dass daran gleich die Beziehung kaputt geht, weil man vielleicht sagt, okay, wir sind verheiratet, wir wollen es nicht aufgeben, wir wollen es auch noch irgendwie weiter zu tun, zusammen versuchen. Das hängt aber auch sehr davon ab, wie die einzelnen beiden Partner das Ganze überhaupt sehen, weil es gibt ja heute Leute, für die ist Ehe so wie vor 50 Jahren genau das, was es damals hieß, bis dass der Tod euch scheidet. Also sprich, die verlässt man nicht. Meine Eltern hätten nie die Idee gehabt, sich zu scheiden, auch wenn sie sich oft gestritten haben und ich sag mal, wenn sie 30 Jahre jünger gewesen wären, hätten sie sich definitiv schon längst geschieden, aber das haben sie nie gemacht. Und heute gibt es viele, die sagen, na gut, ich heirate halt, wenn es nicht gut geht, dann kann ich mich auch wieder scheiden lassen. Also das hat ja was mit Weltanschauungen zu tun, das hat was mit Glaubenssätzen zu tun und vor allem auch mit unterschiedlichen Glaubenssätzen der beiden Partner. Ich kann immer nur sagen, also das ist jetzt zumindest meine Empfehlung, da stecken natürlich auch wieder mein Weltbild und meine Glaubenssätze dahinter, sich mit dem Partner zusammenzusetzen, drüber zu sprechen, gegebenenfalls übrigens auch mit Hilfe von außen, weil wenn eine Beziehung nicht, wie soll ich sagen, nicht getragen ist von Liebe und gegenseitigem Respekt, dann ist es vielleicht ohnehin die verkehrte Beziehung. Ich will jetzt niemandem Angst machen. Aber ich halte das für so wichtig und das musste ich auch erst lernen. Ja, ich habe viele Beziehungen früher gehabt, wo das überhaupt nicht der Fall war. Aber ich habe es ja vorhin übrigens auch das Beispiel genannt, mit dem, wo ein Partner den anderen schlägt. So schlimm muss es ja hoffentlich nicht gleich sein, aber es gibt auch noch viel schlimmer ist der psychische Druck als der physische. Ja, also ich kenne das von sowohl Coaching-Klienten als auch von privaten Menschen, die mir das erzählt haben. Wo der Partner sie zwar nicht geschlagen hat, aber psychisch dermaßen behandelt hat, wie immer das jetzt ist. Das kann Narzissmus sein, das kann Dominanz sein, also Machtausübung in einer unschönen Art und Weise oder, sodass der andere Partner, meistens war es in dem Fall die Frau,
massiv darunter gelitten hat und trotzdem nicht bereit war, die Beziehung zu beenden oder lange nicht bereit war, die Beziehung zu beenden, eben aus der Angst heraus, dass das, was danach kommt, vielleicht genauso schlimm ist oder vielleicht sogar schlimmer ist. Da gilt jetzt das Ähnliche wie beim Job. Aber auch hier, wenn eine Beziehung nicht von Liebe und Respekt getragen ist, dann sollte man die auf jeden Fall auf den Prüfstand stellen, ist meine Empfehlung. Aber auch erstmal schauen, ob man das nicht erstmal hinkriegt. Denn oft fehlt dieser gegenseitige Respekt, weil sie beide Angst haben. Beide Angst haben, das Falsche zu tun. Und wenn man drüber spricht, zu zweit oder gegebenenfalls auch mit einer dritten Person, dann entdeckt man vielleicht manchmal, dass die Sehnsüchte, die beide haben, die Dinge, die beiden fehlen, viel besser eigentlich zusammenpassen würde, wenn man mal drüber spricht. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, ohne jetzt Details zu kennen, weil das war jetzt ein Einhalbzeiler, setz dich mit deinem Partner zusammen und sprich über die Sorgen und Nöte, die du hast. Das muss man natürlich auch auf eine Art und Weise machen, die nicht in Vorwürfe ausartet. Also du machst immer das oder ich mag das nicht oder sowas an dir, sondern wirklich über deine eigenen Sorgen, über deine Wünsche, über deine Gedanken, über deine Gefühle sprechen und dem anderen zeigen, was dir wichtig ist in einer Beziehung, auch was dir wichtig ist an dem Partner. Ja. Das war jetzt so ein bisschen pauschal natürlich, weil ich keine Details kenne, aber ich hoffe, dir trotzdem geholfen zu haben, Yvonne. Dann Anke schreibt nochmal, manchmal liegt es gar nicht am Job oder an der Tätigkeit selbst, sagt meine Schwester, sondern an den Mitmenschen. Wenn die Mehrheit Glaubensmuster vertritt, mit denen man nichts anfangen kann, sabotiert man sich selbst automatisch, weil man sonst abgelehnt wird. Ja, man lehnt sich quasi selber ab. Wie lernt man es, sich selbst anzunehmen, auch wenn andere einen immer wieder kritisieren und sogar meiden? Ja, oh, das ist ein großes Fass auch, das du da aufgemacht hast. Ein spannendes Fass aber. Weil ich selbst das tue, was du als Angst auslebst. Das heißt, wenn ich meine Glaubensmuster, wenn ich merke, dass meine Glaubensmuster total von denen anderer abweichen, dann lebe ich sie trotzdem. Natürlich hinterfrage ich sie und klar, und wenn ich merke, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann versuche ich die auch zu verändern etc. Aber wenn ich Glaubensmuster habe, wo ich sage, das ist das, woran ich fest glaube, und nur weil alle anderen sehen, das muss anders sein, heißt es noch längst nicht, dass ich auch so sein muss. Und wenn dann damit jemand nicht klarkommt, dann passt es einfach nicht zusammen. Es gibt so eine Aussage, die fünf Menschen, die dir am wichtigsten sind oder die dir am nächsten sind, die prägen deine Denkweise. Das ist bis zu einem gewissen Grad tatsächlich so. In vielen Fällen gut, manchmal eben auch leider, weil das auch ein Stück weit sagt, dass wenn du fünf Menschen hast, die an A glauben, du glaubst aber an B, dann wirst du entweder von den anderen mehr oder weniger gezwungen in ein A. Vielleicht lernst du aber von ihnen auch, dass A besser ist, je nachdem, was halt A oder B ist. Ja. Und ich nenne mal ein Beispiel. Es gibt die Mehrheit der Deutschen verfolgt dieses Thema, die Deutschen kriegen viel zu wenige Kinder, wir brauchen mehr Kinder, für was auch immer, kann man jetzt drüber diskutieren. Und der Staat sagt ja das Gleiche, klar, da ist es klar, der braucht Rentenzahler, ja, die Rente wird immer ein größeres Problem, der braucht Rentenzahler. Wobei ich persönlich da schon wieder sage, ist es in Ordnung, ein Kind in die Welt zu setzen, um dadurch zum Beispiel Rente sicherer zu haben. Das ist ein anderes Thema. Ich selber sage, wir haben auf diesem Planeten 7,6 Milliarden Menschen. Als ich auf die Welt gekommen bin, waren es 3 Milliarden. Ich finde es ein Wahnsinn, wie viele Menschen es auf diesem Planeten gibt. Und ich finde es ein Wahnsinn, dass all diese Probleme, über die wir diskutieren, sei es Umweltprobleme, sei es Flüchtlingsthemen, sei es Klimaprobleme und, die sind alle darauf zurückzuführen, dass wir zu viele Menschen auf diesem Planeten haben. Und das ist eine Meinung, die ich vertrete. Da weiß ich, da gibt es auch mittlerweile Bewegungen, die sind noch nicht so viele, aber die werden mehr, die sind gerade in den letzten Jahren ziemlich gewachsen. Aber mit dieser Meinung weiß ich auch, ecke ich auch immer wieder an. Ja? Jetzt kann ich zwei Sachen tun. Entweder ich kann mich zurückziehen und sagen, okay, dann sage ich es halt niemandem mehr, damit ich nicht unbeliebt bin. Dann leide ich aber auch manchmal drunter, hängt von der Situation ab. Oder aber ich sage es und merke dann, wer hält trotzdem zu mir
Oder vielleicht auch, wer sagt, und das passiert gar nicht so selten, sagt dann, ja, stimmt eigentlich, genauso sehe ich das eigentlich auch, aber man darf es ja eigentlich gar nicht sagen, weil die meisten sind ja anderer Meinung. Das heißt, es kann auch durchaus passieren, dass du dann dadurch Leute findest, die dir wieder viel näher sind. Denn grundsätzlich ist es natürlich schon so, wir mögen Menschen, die ähnlich ticken wie wir. Das ist ganz wichtig. Das ist wie soll ich sagen, eine Grundtendenz, die hat sicherlich ursprünglich damit zu tun, dass wir unserem eigenen Stamm zugetan sind und einem anderen Stamm eben nicht so. Das war früher sicherlich fürs Zusammenleben, vor allem als man noch nicht reden konnte. Da geht es ja nicht nur um jetzt Glaubenssätze, über die wir gerade reden, da geht es ja auch um Äußerlichkeiten und sonstige Dinge, dass man also eher seine Dinge, und das erlebe ich sogar übrigens bei Hunden, das ist ganz witzig. Ich hatte ja früher immer Golden Retriever. Ein Golden Retriever geht auf einen anderen Golden Retriever anders zu, als was für sich auf einen Dackel oder auf einen Schäferhund. Weil er erkennt, dass da ist mehr Ähnlichkeit da. Und sowas Ähnliches gibt es bei uns Menschen auch. Das ist ganz natürlich. Wir müssen nur aufpassen, dass das nicht ausartet in eine Ausgrenzung anderer, was dann eben zum Beispiel Rassismus oder ähnliche Dinge sind. So, und von daher ist es manchmal hilfreich, auch eine Meinung zu äußern, die vielleicht nicht massenkonform ist, die dir dann aber die Menschen zuspielt, die sagen, ja, da bin ich gleicher Meinung und da verstehen wir uns gut und deswegen mögen wir uns jetzt besser. Sehr vereinfacht dargestellt, aber so vom Prinzip her. Und man kann es nicht allen recht machen. Ich persönlich halte es für keine gute Idee, sich anderen zu unterwerfen, wenn man anderer Meinung ist, denn das macht auf Dauer krank. Das reduziert deinen Selbstwert, das erzeugt Ängste und du schränkst dich selbst ein, letztendlich sabotierst du dich selbst, ja. Und dich anzunehmen, weil das war ja dein zweiter Teil deiner Frage, dich anzunehmen, wie du bist. Natürlich kann man das lernen, ja, da sprechen wir ja immer wieder drüber. Das ist jetzt, da habe ich auch schon einzelne Selbstsicher Live oder andere Videos dazu gemacht. Jetzt mal eine ganz einfache Methode, mit der du vielleicht anfangen kannst. Und natürlich auch im großen Blockadenlöser sind da einige Sachen drin, aber jetzt so eine ganz einfache Methode, schreib dir mal alles auf, und zwar wirklich alles, was du an dir selbst gut findest. Selbstwertaufbau. Das heißt, setz dich mal hin und mach dir Listen. Eine Liste zum Beispiel, was hast du für Fähigkeiten? Eine Liste, was hast du für Wissen? Was hast du für Können? Was magst du an deinem Körper? Was magst du an deinem Charakter? Was finden Freunde an dir gut? Echte Freunde, natürlich nicht Heuchler. Ja? Und so weiter. Und mach dir da mal mehrere Listen, wo du auf jede mindestens 5, 10, besser 20 oder noch mehr 50 Sachen aufschreibst. Und du wirst sehen, das verändert etwas bei dir, in deinem Selbstbewusstsein, in deinem Selbstwertgefühl. Und dann kannst du das sogar noch weiter steigern, indem du dir jeden Abend, und auch da habe ich schon öfters drüber gesprochen, jeden Abend direkt vor dem Zu-Bett-Gehen, am besten kurz bevor das Licht ausmachst, weil du dann das im Traum weiter festigen wirst, die Dinge aufschreibst, die an dem Tag positiv gelaufen sind. Da gibt es von mir ein Selbstwertjournal dazu, findest du auf meiner Website. Und das kannst du aber auch mit jedem ganz normalen, üblichen, handelsüblichen Tagebuch machen. In meinem Selbstwertjournal sind halt so ein paar Strukturen vorgegeben und eine Coaching-Frage und so weiter. Aber du kannst theoretisch in jedem ganz normalen Buch oder Heft dir jeden Abend reinschreiben, was ist gut gelaufen. Und also Erfolge, nette Momente, Komplimente, Dank und so weiter. Und je mehr du da sammelst, desto stärker wirst du dich selbst annehmen und auch damit deinen Selbstwert aufbauen und desto resistenter wirst du gegen diese Angriffe und diese Abhängigkeit von anderen. Franz Josef Strauß hat immer gesagt, everybody's darling is everybody's step. Und da steckt eine ganze Menge Wahrheit drin. Wenn wir es immer nur anderen recht machen, verlieren wir uns selbst dabei. Und deswegen ist es so wichtig, dich wirklich damit zu beschäftigen. Und da ermutige ich auch jeden, weil auch da kommt natürlich ganz schnell wieder die Selbstsabotage und sagen, ja, mache ich irgendwann mal, aber jetzt halt nicht oder ähnliche Dinge. Und dann wird es halt nicht besser. Im Gegenteil, dann wird es leider schlechter. Jo, Yvonne hat sich noch bedankt. Ja, gerne, dafür bin ich da. Und ansonsten kamen keine Fragen mehr.
In diesem Sinne, schau mal, jetzt haben wir doch schon eine Stunde gesprochen und ihr seid mir alle treu geblieben. Super, vielen lieben Dank dafür. Oh ja, ich poste euch mal noch, weil ich habe jetzt schon zwei, dreimal davon gesprochen, ich poste euch mal noch den Link für den großen Blockadenlöser rein, wer noch anschauen will. Und schaut euch den gerne mal an. Kann man noch bis Dienstagabend kaufen, also was haben wir heute, Sonntag, also noch 2 Tage habt ihr Zeit, weil der geht nämlich schon in 4 Tagen los. Ist aber auch kein Problem, man muss nicht live dabei sein, man kann sich den auch später anschauen, wenn man da keine Zeit hat. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt, oh ja, das ist ja überhaupt das Allerwichtigste und Allerschönste, denn das Jahr klingt ja immer so schön aus mit Weihnachten. Ich wünsche euch ganz, ganz fröhliche Weihnachten, ein tolles Fest, ob mit oder ohne Familie. Es gibt Menschen, ich weiß es, die sind alleine. Es gibt Menschen, die haben große Familie. Manche feiern gern mit der Familie, manche rollen die Augen, tun es trotzdem. Aber egal wie ihr feiert, feiert so schön wie möglich, macht das Beste draus. Es ist das Fest der Liebe, lebt das auch. Vermeidet diese Familienstreitigkeiten. Es ist vollkommen egal, wie rum die Ente jetzt im Ofen liegt oder keine Ahnung, was ihr da so alles macht und worüber man sich alles streiten kann oder ob man das Geschenk oder jenes Geschenk will. Es geht um die Absicht und nicht ums Geschenk. Genießt es, macht es euch so schön wie möglich, macht es euch die Tage danach so schön wie möglich. Ich hoffe, ihr müsst nicht arbeiten, weil ich kenne Menschen, die zum Beispiel im Krankenhaus arbeiten und die selbstverständlich Dienst haben. Und eben auch über die Feiertage oder an einigen der Feiertagen arbeiten müssen, stressig arbeiten müssen, damit andere Menschen gepflegt werden und gesund werden oder betreut werden etc. Oder auch, was weiß ich, Polizei oder sonst was, die müssen ja auch arbeiten. Also ich hoffe, ihr müsst da nicht so viel arbeiten. Wünsche euch alles, alles Gute. Danke euch auch für die Zeit, vor allem für die, die immer wieder gerne dabei sind. Ach ja, das Thema vom nächsten Mal sage ich euch noch. Ich weiß es gar nicht auswendig, weil ich habe zwei oder drei Themen mir schon aufgeschrieben. Und das nächste Mal, jetzt sind wieder irgendwelche Fenster im. Oh ja, das nächste Mal ist ja der 30. Also ein Tag vor Silvester. Und passend zu Silvester, zu Neujahr, habe ich mir das Thema gute Vorsätze rausgesucht. Gute Vorsätze, einmal was ist gut, also wie sollte man, nicht was sind gute Vorsätze, also welcher Vorsatz ist gut, sondern wie sollte man sich gute Vorsätze machen, was sollte man aber auch vermeiden, was tun die Richtigen, was tun die Verkehrten mit unserem Unterbewusstsein. Also wen das interessiert, gute Vorsätze, nächsten Sonntag um 17:15 wieder hier auf dem Kanal. Alles, alles Liebe euch und fröhliche Weihnachten und alles, alles Liebe. Danke euch. Danke auch für die Sachen. Ciao.